Anfang Februar gab es in Langenhagen im alten Wasserturm eine Veranstaltung, bei der Frau Dr. Renate Keil vom Fledermauszentrum Hannover interessierten Zuhörern die Fledermaus nähergebracht hat. Ziel der Veranstaltung war es, dass die Zuhörer lernen sollten, was Fledermäuse überhaupt sind und wie man sie schützen und ihnen helfen kann. Als Grund, warum Renate Keil den Fledermäusen überhaupt hilft, nennt sie ein besonderes Ereignis. Vor vielen Jahren ist mir Silvesterabend eine schwerkranke, schwer verletzte Fledermaus in die Praxis geflogen. Und damit hat es eigentlich mein Engagement für Fledermäuse angefangen. Da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und habe dann kurze Zeit später die medizinische Betreuung der Fledermausstation übernommen, die wir kurz darauf dann aus der Waldstation umquartiert haben und jetzt sehr stark vergrößert haben. Und wir betreiben jetzt das Fledermauszentrum, das am Welfenplatz ist. Fledermäuse haben häufig das Problem, dass die Menschen ihnen mit Vorurteilen begegnen. Das größte Vorurteil ist, dass Fledermäuse Tollwut übertragen. Doch Renate Keil weiß, dass diese Vorurteile nicht stimmen und hat schon häufiger erlebt, dass Menschen ihre Vorurteile gegenüber den Tieren verlieren. Wenn die Leute mal so eine kleine Fledermaus gesehen haben, dann verlieren sie schon eine ganze Menge an Vorurteilen. Und wenn man ihnen dann eben noch erzählt, dass diese Geschichten, die in der Presse häufig sehr aufgebauscht werden, wenn mal irgendwo wieder eine Fledermaus mit Tollwut gefunden wird, dass das eben in 40 Jahren in Gesamteuropa nur 4 oder 5 Mal auf den Menschen übertragen worden ist, dann relativiert sich das Ganze schon ein bisschen. Neben der Erwachsenenexpertin gab es bei der Veranstaltung auch jüngere Expertinnen aus dem 8. Jahrgang der IGS List. Diese haben einige wichtige Tipps, wie man Fledermäusen das Leben erleichtern kann. Also einfach nicht Bäume fällen, weil in hohlen Bäumen leben Fledermäuse, das ist deren Unterschlupf. Und unsere Klasse hat zum Beispiel Nistkästen jetzt hier im Eichenpark in Langenhagen aufgehängt, weil halt Fledermäuse sich darin gut verstecken können und auch im Winter übernachten können. Neben den eben genannten Unterkünften haben die beiden zusammen mit ihrer Klasse und ihrem Lehrer Hans-Jürgen Ratsch im Keller des alten Wasserturms ein ganz besonderes Quartier für Fledermäuse gebaut. Dabei mussten sie, um den Tieren wirklich helfen zu können, einige wichtige Dinge beachten. Also hier haben wir einen kleinen Teich angelegt, um halt 100% Luftfeuchtigkeit zu bekommen. Da, wenn hier halt Fledermäuse reinfliegen, brauchen sie halt 100% Luftfeuchtigkeit, damit die Zwischenhäute nicht austrocknen. Weil wenn sie austrocknen, dann sterben sie halt und das wollen wir auch nicht. Wir haben mit unserer Klasse Ziegelsteine draußen aufgestellt, dann Zement reingegossen und das dann trocknen lassen. Somit sind kleine Kacheln entstanden, wo sie sich halt tagsüber reinhängen können, da sie nachtaktiv sind. Des Weiteren gibt es im Fledermauskeller auch nur einen Eingang und Ausgang, durch den auch nur die Fledermäuse passen und nicht ihre Fressfeinde. Fledermäuse selber sind für den Menschen sehr nützlich, denn sie fressen eine große Anzahl an Insekten und schützen somit unsere Pflanzen und auch uns persönlich, zum Beispiel vor Mücken. Deshalb gibt es einige kleine Dinge, die die Menschen verbessern könnten, um den Fledermäusen und somit auch sich selbst zu helfen. Sie sollten ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie man ihren Wohnraum erhalten kann. Also nicht alle Löcher zumachen am Haus im Sinne von Abdichten, jetzt Wärmeisolation. Und man sollte ihnen vielleicht auch in Gärten die Möglichkeit schaffen, dort entweder eben Kästen aufhängen. Noch besser ist natürlich alte Bäume mit Höhlen schützen und natürliche Gärten anlegen ohne Insektizide, ohne Unkrautvernichtungsmittel, damit die Lebensgrundlage der Fledermäuse, die Insekten, nicht abgetötet werden. Zum Schluss hat die Expertin noch eine kleine Bitte an Sie. Wenn Sie eine Fledermaus irgendwo finden, am Tag, die auf der Erde liegt oder die an der Wand hängt, sodass man sie sieht, diese Tiere sind immer in Not. Die brauchen immer jemanden, der sich um sie kümmert. Das darf man nicht vorbeigehen, sondern Fledermauszentrum, die Notrufnummer anrufen und das Tier erstmal in Sicherheit bringen. Und wenn es gar nicht anders geht, kümmert sich auch die Feuerwehr darum. Die hat einen Tierrettungswagen und bringt das Tier dann zu uns. Also eine tagsüber irgendwo offen gefundene Fledermaus braucht immer Hilfe.